Ich bin Domme und ich brauche dringend Geld, um meinen Kokainkonsum zu finanzieren. Aber ich habe da schon eine Idee, wie ich die Kantnacht glücklich machen kann und nebenbei richtig Schosch verdiene. Dominik Gregori liebt Schoschlal über alles und hat sich deshalb einen Kopf in den Kopf gesetzt, mit ihrer Soße-Leidenschaft das ganz große Geld zu machen. Als Kokainköchin. Es ist gar nicht so einfach, Kokain herzustellen. Da braucht man das richtige Verhältnis von Soße und Milch. Und da braucht man das richtige Verhältnis von Halbkantnacken und Zerbitterkantnacken. Da darf nichts schief gehen. Oh, Tante Marianne. Ich habe Tante Marianne zum Kokain-Ziehen eingeladen. Tante Marianne wird begeistert sein. Hallo, hallo Marianne. Fick dich. Aua! Aua! Tante Marianne ist zwar rausgeflogen, aber das war's wert. Das hat Tante Marianne jetzt davon. Aua! Oh. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Leidenschaft. Soße. Leidenschaft. Soße. Leidenschaft. Soße. Leidenschaft. Tante Marianne. Aber was ist denn das? Ja, ja, ich habe da echt schon mal was vorbereitet. Ganz geh langsam, schon mal ins Wohnzimmer. Junge Frau. Wow. Mann. Ich muss mal was vorbereiten. Meine Güte, nee. Für Dommes Verhältnisse ist es hier richtig schön aufgeräumt. Und wenn jetzt noch das Kokain schmeckt, dann werde ich mir diesen Tag mit Rot im Kalender markieren. Ja, mal. Du passiert. Tommy macht ja eine richtige Raschosch aus dem SS-Kokain. Also so glücklich sehe ich meine Nichte nicht gern. Ja, du bist die Erste, die in Genuss von Dommes Kantnacken-Event kommt. Wenn ich schon wieder Kantnacken höre, weißt du, dann gehen mir echt die Nackenhaare hoch. Das. Tada. Wow. Mensch, Domme, das ist ja richtig schön. Wow, das finde ich ja echt super von dir, dass du für mich Kokain kochst. FBI, open up! Ach du Scheiße! Put your hands up now! Get your hands up! Get your hands up. Put your hands up now or I'll shoot! Und weißt du was? Ich hab die Schnauze voll. Ich geh jetzt. Aua!